Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Silver. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und haben mit einem, weiß ich gar nicht, mit einem älteren Mann geredet. Der hat über eine Ausgrabungsstätte erzählt, in der sie ein paar Artefakte gefunden haben. Aber bevor wir zu der gehen, möchte ich erstmal hier durch diese Tür, hier. Von dem wir den Schlüssel leider nicht haben. Wir haben einen Steinschlüssel und einen Halbmondschlüssel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir die einsetzen müssen. Was war denn hier in der Schleuse nochmal? Da war doch auch noch irgendwas, oder nicht? Irgendeine Truhe, die wir nicht öffnen konnten? Ah, da braucht man den Steinschlüssel. Dann gehen wir doch da mal hin. Na komm. Und du kriegst auch noch dein Fett weg. Na komm. Jetzt. Ja. Ach, hier bekommt man das Werwolf-Teil her. Ah. Was bist du für eine Rolle? Hier, magische Sachen. Wir haben jetzt unseren letzten magischen Gegenstand erlangt. Ein Lykantrophring. Ich bin ein Werwolf. Ja, cool, oder? Jetzt haben wir noch einen Halbmondschlüssel. Ich bin am Überlegen. Was war hier für ein Schlüssel gesucht? Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht mehr. Ich laufe immer noch als Wolf rum. Ach, die haben wir schon aufgemacht. Ach, der Goldschlüssel, ja klar. Halbmondschlüssel war noch im Palast von Claes. Nein, auch nicht. Naja, jetzt gehen wir mal in Richtung der alten Ausgrabungsstätte. Dazu schauen wir mal im Rebellenlager mal wieder vorbei. Wir haben ja schließlich den Duke befreit. Der sollte jetzt langsam auch mal wieder dort angekommen sein und hat vielleicht neuere Informationen für uns. Habt ihr den Verräter ausfindig gemacht? Ja, es war William. Aber er war ein Freund. Seid ihr sicher, dass er es war? Ganz sicher. Wir haben mit eurem Bruder gesprochen. Es war William, der ihn niedergestochen hat. Was? Warum? Ben, Williams Motive können seinen Verrat niemals rechtfertigen. Aber er wird sich für seine Verbrechen verantworten. Und er wird sie mit seinem Leben bezahlen. Ich habe eine neue Kampftechnik anstudiert, die zu gegebener Zeit möglicherweise hilfreich sein wird. Versucht es. Easy. Gut. Und David, wenn ich nicht da sein sollte, sorgt dafür, dass er leidet. Er sollte jetzt nicht allein sein. Das habe ich ja ganz vergessen. Seit der letzten Aufnahme ist es ein bisschen her. William hat ja die Rebellen verraten und in einen Hinterhalt gelockt. Und dabei ist eben sein Bruder gestorben. William hat ihm eigenhändig das Messer in den Rücken gerammt, diese Drecksau. Vor allem, was erhofft sich William eigentlich davon, mit Silver zusammenzuarbeiten? Ah, Fat Bob, hast du noch irgendwas? Nein? Nur der Duke hat noch was zu sagen. Und hat meine Leute, ja. William, die kleine Drecksau. Ich werde die Rache Ben überlassen. So, und jetzt wollen wir endlich mal hoffentlich hier weitergehen in Richtung Ausgrabungsstätte. Es sieht gut aus, auf jeden Fall. Genau, wir haben ja die Schrift bekommen von dem toten Typ. Das war das, was ich hier, hier gesehen hatte. Und diese Schrift der Offenbarung hat uns jetzt einen neuen Weg gezeigt. Und jetzt können wir in Richtung der Ausgrabungsstätte. Und hier gibt es ein paar fette Viecher. Und komm, mach den Falken. Ach nee, jetzt hat er echt den Berserker diese neue Kampftechnik ausgewählt.
mach den einfach mal kaputt. Ich glaube, Magie bringt gegen die Viecher nicht viel. Möchte ich natürlich auch gleich mal ausprobieren. Komm. Aber ich meine, die Viecher sind magieresistent. Oh, wie er zusammenfällt. So, erstmal heilen. Und David. Nein, David. Bitte, bleib einfach beim Falken, okay? So. Cool. Oh. Warte, erstmal den Magier erstmal. Oh, und jetzt gibt's hier wieder Karotten. Ah, warte, Charo, jetzt. Wir können ja mal ausprobieren, ob die... Okay, gegen die Magier bringt's auf jeden Fall. Gut, ich komme schon, Charo. Halte durch. Oh. Heieiei, wie viel sind denn es noch? So, erstmal wieder den Fernkämpfer kaputt machen. Und dann will ich doch mal nochmal hier. Mal zeigen, wie der so abgeht. Boah. Uiuiui, das war gerade ein guter Crit. Ja, ich glaube, der Lykanthroph, der kann was. Mal sehen, ob er auch Spezialfähigkeiten kann. Nee, kann er nicht. Cool. Charo, du bist ziemlich useless, ne? Achso, du hast jetzt den falschen Zauber ausgewählt. Hier, Heilung. Stufe 2. Kein Mana. Stufe 1. Und dann ess doch mal eine Karotte und noch eine Karotte. Und einen Apfel. Und noch einen Apfel. Hallo, einsammeln. 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 Und David, du nimmst die Feuerpfeile. Was ein bisschen blöd ist, ist, dass ich jedes Mal nach einem Werwolf wieder alles ausrüsten muss. Ach klar, und David hat ja, haha, die Schwerter von Fuge. Fuge, die alte Drecksau. Oh, ich wollte, nein, nochmal zurück. Ich wollte noch schauen, ob es hier vielleicht noch eine unsichtbare Truhe gibt irgendwie. Nein? Sieht auch nicht so aus eigentlich. Gut, dann gehen wir weiter. Schön sieht's hier aus. Schön friedlich eigentlich. Naja, von wegen friedlich. So, ich mach erstmal die Nähte kaputt. Und der Falke. 400er Crit. Du hast mich gerade mit 77 Schaden ins Gesicht geschlagen. Hier, und das. Na komm. Okay, gegen die bringt es wohl Magie. Ich muss nachher nochmal ausprobieren gegen die, diese Ogre oder was es doch waren. Auf jeden Fall diese Fetten halt. Auf Stufe 1 kann er doch ziemlich oft heilen. Aber irgendwie auf Stufe 2 braucht er echt viel Mana dafür. Das ist doch eine Lüge. Ich glaube nicht, dass da die Kiste bleibt. Egal. Ach ja, gegen die muss ich jetzt mal Magie ausprobieren. Oh, Bomben. Oder Bomben. Okay, warte, jetzt.
Bomben, so ein Scheiß. Ich will gar nicht wissen, wann ich. Jetzt habe ich keine mehr. Oh. Schön kiten. Immer angreifen, wegrennen. Angreifen. Angreifen. Wegrennen. Okay. Jetzt probieren wir mal Magie aus Säure vielleicht irgendwie. Ja, das bringt ja gar nichts. Das macht echt null Schaden. Beide getroffen. Oh, und ein Schreiber. Ich erzähle dir gleich von meinen Taten. Jetzt habe ich echt mal alle Bomben verbraucht. Immer wenn ein Schreiber erscheint, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass hier auf diesem Teilstück kein Gegner mehr kommt. Deswegen kann ich hier beruhigt die Truhe aufmachen und nur so magische Kugeln finden. Gut. Ich erzähle dir von meinen Taten. Ich habe gute Schreiber gebracht. Ich berichte in meinem Buch. Ja, das ist schön. Ausgrabung. Ich berichte im Buch von deinen Taten. So, da sind wir wieder. Mir ist das Spiel gerade abgeschmiert und ich hoffe, ich finde jetzt irgendwie eine Lösung. Und zwar auf dem nächsten Teilstück kommen wieder Gegner, die so herunterfallen. Und da ist mir ja schon im Sumpf das Spiel abgeschmiert. Und damals habe ich einen Schutztrank genommen. Habe ich gerade schon probiert, hat nicht gereicht. Also nehme ich mal auch noch einen Stärketrank, einen Magietrank. Ach, brauche ich nicht. Okay, weil ich voll Gings bin. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es mir nicht abschmiert, das Spiel. Ich laufe mal von rechts ran. Kommt, Gegner, kommt. Ja, es ist mir nicht abgeschmiert. Herrlich. Also, wie gesagt, ein Schutztrank hilft auch gegen Bugs. Das ist, finde ich, sehr gut. Na komm, David läuft jetzt hin und hau ihn. Und ich hoffe, es war jetzt der letzte Bug, weil wir kommen ja immer mehr dem Ende entgegen. Oh, beide getroffen. Und Charo geht richtig schön drauf. Chuck steht einfach nur daneben und wartet, bis der Charo in die Knie geht. Oh, was war denn das nochmal für ein... Ach, der Wirbelwind. Wollen wir nochmal probieren hier? Oh, eigentlich auch nicht schlecht, der Wirbelwind. Jetzt probieren wir nochmal den da. Da muss ich mich hier direkt neben dran stellen und... Naja. Eieiei, aber wir haben ganz schön viel Schaden bekommen. Aber wenigstens war der Bug nicht das Problem. Also, zum Glück sind wir durchgekommen. Weil, wie gesagt, das Spiel ist ja bald vorbei. Uns fehlen nur noch 2 magische Kugeln. Oh je. Ja, komm, hau den Charo, damit Charo wieder in die Knie geht. Hey, diese Viecher, die sind echt nochmal eine Herausforderung am Schluss irgendwie. Vielleicht hilft gegen... Ach, ich hab den falschen Charakter ausgewählt. Ich hatte Chuck ausgewählt. Vielleicht hilft gegen die auch der Erzzauber. Muss ich gleich mal probieren. Na komm. Hey, jetzt gehe ich echt mit David noch in die Knie, oder was? Jetzt komm hier. David, stell dich jetzt nicht so an. Hol jetzt da. Jetzt. Der läuft weg. Okay. David rennt hinterher. Hier wählen wir den Falken aus. Und. So, in your face. Nochmal eine Truhe. Nee, ich mach die nicht auf. Da kommen nur Gegner raus und die sind alle ziemlich heftig. Oh. Die machen echt gut Aua, ey. Was? Du schüttelst den Kopf? Hier. Den dritten Heilzauber. Oh, fast geheilt. Mit einmal. Ich bin am Überlegen, ob ich Charo vielleicht noch gegen den Mönch austauschen soll. Und jetzt habe ich gesehen, dass ich meine Stoppuhr nicht gestartet habe. Keine Ratte mehr. Dann
Nimm doch du mal eine Ratte, auch wenn die überhaupt nichts mehr bringt. Eigentlich bringt nur noch die Magiekugel heilen was. Ah. Na, eine Pastete. Heil dich. David, lauf mal zur Seite. Komm, ich möchte die Magiekugel anklicken. Und heil dich nochmal. Schön, schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist gleich schon der Endboss, wenn jetzt hier nochmal so viel Magiekugeln kommen und so. Schau ich mal kurz. Den Falken habe ich hier ausgewählt. Ah. Da lagen noch Pfeile. Okay, da auch den Falken. Und du nimmst mal noch ein Schild. Und Jaro behält die magische Kugel. David nimmt am Anfang jetzt erstmal noch den Erdzauber. Vielleicht bringt der etwas gegen diese Kreaturen. Mal schauen. Nee, das sieht noch nicht so aus, als wäre es... Oh je. Wie kann ich jetzt nochmal schnell die Waffe wechseln? Auf 7 muss ich machen. Okay, ich könnte wetten, hier kommen wieder tausende Gegner mehrmals. Hier, den Falken für dich. Charo, heil dich mal bitte selber. Und den David vor allem. Ist hier irgendwas? Hier. Död. Ist nichts. Warte, wir machen es mal so. Chuck, du läufst hier runter. Genau, und David, du solltest da oben bleiben. Aber Chuck läuft schön weg. Das mag ich. Er will fliehen, Chuck. Chuck, du kannst nicht fliehen. Jaro, du kannst auch nicht fliehen. Ihr könnt nicht fliehen. Ihr müsst kämpfen. Oh, sag mal, der Typ da. Der hat einen blöden Rückstoß. Deswegen komme ich nicht an den ran. Na komm, jetzt flieh nicht. Kämpfe wie ein Mann oder was immer du auch bist. Heilzauberstufe 2 auswählen. Eieiei. Ey, nicht nur ausweichen da unten, auch kämpfen. Ah, hat gereicht. Für dich habe ich auch noch einen Fall. Eieiei, wie viel kommen denn hier? Was ist bei euch eigentlich kaputt im Kopf? Jaro heilen. Wo auch immer du bist. Ja, wo bist denn du? Hä? Wo ist denn Jaro? Egal. Ich habe keine Ahnung, wo Jaro hin ist. Ich glaube, er ist schon in der nächsten Map. Hey, der ist echt schon da runtergelaufen. Oh, jetzt gibt es zwei Richtungen. Rechts oder links? Das ist nun die Frage. Rechts, links, rechts, links. Rechts. Rechts, oder? Ah, vielleicht hätten wir doch links. Links? Nee, geht nicht mehr. Oh, hier gibt es nochmal zwei Wege. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Da oben. Hier unten? Da unten. Hier. Ihr macht echt viel Aua. Wer hat euch denn sowas zum Essen gegeben, dass ihr so viel Aua macht? Das sind mit die stärksten Gegner hier. Und jetzt kommen hier den Falken beide getroffen. Heil dich selber. Und hier kriegst du einen Falken ins Gesicht, dann bist du kaputt. Dann gehe ich mal hier hoch. Komm, Jaro, weich aus. Kämpfe mit deinen Fäusten. Eieiei. Jetzt sind... Kollegens. Okay, der ist auch nicht schlecht, die Spezialfähigkeit. Na komm und... Bitteschön, nein, immer noch nicht. Oh, man bleibt doch stehen. Ach, hast du kein Mana mehr, hä? Eieiei. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, puh.
Wir sind doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, Rüstungsklasse 472, für was auch immer die steht, aber das ist auf jeden Fall ziemlich hoch. Und sonst haben wir eigentlich auch geile Sachen. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Naja, ich gehe erstmal hier in die andere Richtung. Vielleicht sind da leichtere Gegner. Aber wir können eigentlich nichts tun, bis Jaro nicht alle geheilt hat. Dann mache ich an dieser Stelle einen kurzen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.